herzlich willkommen zu Dildonia. Sorry Leute, aber... Nächster bitte! Nächster bitte! Nächster bitte! Nächster bitte! Ja, ich hoffe, es funktioniert dann jetzt auch so. Wenn der Sound zu leise ist, dann sagt mir Bescheid. Ihr seht, ich hatte schon mal ein Spiel angefangen, aber nur um zu testen, ob es funktioniert. Funktioniert auch. Ich starte ein neues Spiel. Ja. Ich nehme dieses Inventar. Hm? Was denn jetzt noch? Sollte das Spiel nicht längst starten? Ja, schon. Aber die Schrottpresse ist kaputt. Und da dachten wir, wir nutzen die Zeit für ein Tutorial. Wer dachte das? Ich brauche kein Tutorial. Und wie willst du dann die Schrottpresse reparieren? Schau einfach zu und lerne. Vielleicht hörst du dir lieber vorher an, was ich zu sagen habe. Du hast hier aber nichts zu sagen. Ach komm schon, dauert doch nicht lang. Zeig einfach mit dem Cursor auf mich und mach einen Linksklick. Mal sehen. Ja, Leute, das will ich jetzt aber mal nicht, denn ich will das da. Ich bin hier oben. Das weiß ich. Wolltest du mich nicht ansprechen? Einfach auf mich zeigen und klicken. Gibst du dann endlich Ruhe? Eigentlich wollte ich dir den nächsten Tipp geben. Wie aufregend. Ja, dann machen wir doch mal, was er sagt. Computer, Wenzel ansprechen. Das musst du nicht extra sagen. Wer redet denn mit dir? Na du? Du hast mich angeklickt. Klugscheißer. Verrat mir lieber mal, was mit der Schrottpresse nicht stimmt. Sie drückt nur noch ganz sanft und matscht nicht mehr richtig. Das sieht doch nun wirklich jeder Idiot. Na, dann moderier du doch das Tutorial. Ein Klacks. Zuerst erkläre ich dir mal... Ja, da weißt du schon mal nicht, was er sagen soll. Ich mach mal... Wie man jemanden anspricht. Hm? Du klickst mit dem Mundsymbol auf einen Menschen? Völlig falsch. Ich habe dich nämlich mit dem Sprechblasensymbol angesprochen. Jeder weiß doch, dass es in diesem Spiel kein Mundsymbol gibt. Dafür aber das Sprechblasensymbol zum Reden. Und mein Lieblingssymbol, das Rufus-Kopf-Symbol zum Dinge anziehen, essen und trinken. Wenn du das schon nicht kapierst, wie soll ich dir dann jemals beibringen? So. Wie man ein Objekt ansieht. Das weiß ich doch. Aha, und wie? Ich zeige mit meinem Mauszeiger darauf und klicke rechts, wenn ich das Augensymbol sehe. Ja, die Theorie ist einfach, aber wie sieht es mit der Praxis aus? Hey, das ist dein Tutorial. Du willst dich doch nicht etwa drücken. Aber nun gut, ich werde es dir vormachen. Siehst du dieses kleine Ding auf dem Boden dort drüben? Ich werde nun mit dem... Zungensymbol? Dem Augensymbol. Ich werde nun dort draufklicken und es mir so ansehen. Pass also gut auf. Ja, dann machen wir das nochmal. Was ist das? Das ist ein Kathodenstümpel. Danke für den Input, Wenzel. Aber ich erkenne ja wohl eine hydrale Klemmzweige, wenn ich sie sehe. Blöd, dass ich sie nur ansehen kann. So eine Zweige könnte noch richtig nützlich werden. Du kannst sie mitnehmen. Du musst nur mit der Maus drauf zeigen, sodass das Handsymbol erscheint. Klicke dann links und du hebst sie auf. Nein, das muss einfacher gehen. Wenn du meinst. Ja, draufklicken, los. Okay, ich habe die Klemmzweige aufgehoben, aber was mache ich jetzt damit? Du steckst sie in dein Inventar, da wo all deine Gegenstände hinkommen. Du hast das Ding aufgehoben. Jetzt kannst du mit einem Klick auf den Griff oben rechts das Inventar öffnen. Ja, Leute, sorry, falls ihr gerade das gehört habt. Ich musste mein Mikro kurz nochmal drehen, wenden, einstellen sozusagen. Hey, da ist es ja. Genau, das hier ist dein Inventar. Schon klar. Und hier kannst du dir alles ansehen, was du mit dir rumträgst. Du weißt doch noch, wie das geht, oder? Ja, daran kann ich mich so im Groben erinnern. Sieh her, Wenzel, es ist fast vollbracht. Beeindruckend. Und das meine ich ernst. Aha. So, dann... Zack, und dann hier halt noch rein. Ha, es passt. Als nächstes musst du... Du brauchst mir nicht alles vorzukauen. Den Rest schaffe ich schon alleine. Wie du meinst.
wie er wirklich die ganze Zeit meint, er müsste es alles allein schaffen. Das werden wir jetzt sehen, Leute. Rufus? Einen Tipp hätte ich dann noch. Ich hab dir doch gesagt, dass ich es auch ohne deine Hilfe schaffe. Ich muss jetzt nur noch diesen Knopf hier drücken und schon... Baum! Ach, ich liebe Tutorials. Ja, ich auch. Nicht. Du alte Memme, denkst du hast Probleme, nur weil etwas Abwasch die Spüle verstopft. Spar das Gezeter, gedenke der Väter, sie hausten in Armut umgeben von Schrott. Doch wo alles verloren schien, ward einer geboren. Er war saustark und lässig, sein Haar saß perfekt. Und mit Großmut und Tapferkeit sprach er, ich bin's leid, macht euren Mist mal allein, ich muss weg. Außer er muss dann mal weg. Deponia! So Leute, es ist soweit. Das Let's Play wird jetzt starten und zwar richtig. Ja, nachdem das dann mal weg ist da, jetzt geht's los. Müll. Müll. Noch mehr Müll. Ein Leben in Ordnung und Zufriedenheit. Ach nein, es ist Müll. So, das reicht. Ich muss hier endlich weg. Gut, dass ich dieses Mal den perfekten Plan habe. Nur noch die letzten Sachen packen und ich bin raus hier. Wo hab ich nur meine Liste hingetan? Mann, es wird wirklich Zeit, dass ich diesen Schrottplatz endlich verlasse. Ja, jetzt komme ich auch endlich mal zum Reden. Es ist endlich Zeit. Deponia kann endlich anfangen. Dieses Spiel ist ab hier blind. Ja, ich habe es noch nie gespielt. Ich bin ein Noob. Ich werde es zu hören kriegen von euch, aber ist mir egal. Ich werde so wenig wie möglich dazwischen reden. Also dieses Let's Play wird wahrscheinlich etwas ruhiger werden, weil ich habe eben schon gemerkt, es wird wahrscheinlich sau viel gelabert werden. Also los jetzt. Es wird wirklich Zeit, dass ich hier verschwinde. Ja, dann machen wir nochmal auf. Ah, da ist ja meine Liste. Mal gucken. Ich habe scheinbar fast alles, was ich brauche. Es fehlt nur noch etwas Proviant, die Zahnbürste, ein paar Socken und ein Seitenschneider. Ein Seitenschneider? Was zum... Naja, irgendetwas werde ich mir dabei schon gedacht haben. Ja, vermute ich auch. Gucken wir mal. Nanu, da lag ja eine Socke drunter. Das erklärt, warum ich in letzter Zeit immer nur Käse geträumt habe. Aha. Okay, Rufus, du hast irgendwie Probleme. Es läuft doch immer nur Müll im Fernsehen. Aha, Müll im Fernsehen. Geil. Es läuft doch immer nur Müll im Fernsehen. Ja, dass der Spruch jetzt nochmal kommt, hätte ich jetzt nicht gedacht. Okay, dann gucken wir doch mal hier. Das könnte nützlich werden. Dann nimm's doch mal mit. Hier haben wir eine Öldose. Alles, was mir mein Vater vermacht hat, ist diese dumme Holzkiste. Und dann hat er Deponia verlassen. Ohne mich. Aha. Das ist die Kiste, die mir mein Vater vermacht hat, bevor er mich im Stich ließ. Ich will sie nicht öffnen. Ich will keine weiteren Enttäuschungen erleben. Du sollst das Ding Das ist die Kiste, die mir mein Vater vermacht. Ich will sie nicht öffnen. Ich will keine... Ja. Nochmal will ich das jetzt nicht hören. Zum Wohnbereich. Die hat auch schon mal bessere Zeiten erlebt. Ja, nimm sie trotzdem mal. Lol. Die Zahnbürste ist weggelaufen. Ich sollte mir wohl angewöhnen, sie irgendwo aufzubewahren,
wo nicht so viele Mikroorganismen wachsen. Irgendwie schon. Toni sagt, ich bin dran, das Bad zu putzen. Das ist einfach nur unfair. Sie ist nie dran. Dabei warte ich schon seit Wochen. Aha. Boah, was für eine Plörre. Boah. Wieder eine Memo von Toni. Mal sehen, was sie diesmal hat. Mach endlich das Bad sauber. Puh, das könnte ihr so passen. Ja, komm. Kann man nichts machen. Put, 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 komm zu Papa. Mist, ich brauche wohl einen besseren Plan, um sie einzufangen. Put, 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 komm zu Papa. Ich brauche wohl ein... Ja, okay. Das ist Tonis Zimmer, die Höhle des Löwen. Oder besser, die Natterngrube. Verschlossen. Den Schlüssel muss wohl Toni haben. Ja. Hinter Tonis Hütte. Aber kann man hier noch irgendwas machen? Zickige Memo. Ja, sag mal, ja. Du hast schon wieder mein ganzes Essen verputzt. Stattdessen finde ich ständig irgendwelchen Müll von dir im Kühlschrank. Was ist eigentlich mit dir kaputt? Ich verstehe die Frage nicht. Aha. Guck mal die mal an. Mach endlich den Abwasch. Der macht sich nicht von alleine. Ich lasse es mal drauf ankommen. Komm, nervige Memo. Du sollst nicht auf der Couch essen. Ständig finde ich Essensreste in den Ritzen. Na und? Ist doch gut. Ja. Da sind scheinbar noch ein paar Wasabi-Nüsse in den Ritzen. Aber ohne Behälter sammle ich die jetzt nicht auf. Aha. Mach den mal auf. Okay, da kann er nichts machen. Vor Tonis Hütte, da wollen wir doch nicht. Ob ich da Proviant für meine Reise finde? Wollen wir mal schauen. Socke. Lol. Okay. Was sie sich dabei gedacht haben, das möchte ich jetzt auch gerne wissen. Boah, was für eine... Ja, weg mit dieser Blöre. Kammerzeige. Keine Chance. Die Klinke fehlt und ich bekomme die Finger nicht in die Ritzen. Aha. Was haben wir jetzt eigentlich alles? Das sind immerhin schon mal zwei Socken. Aber ich brauche ein Paar. Ich will ja nicht wie ein Idiot... Ja, du willst nicht wie ein Idiot rumlaufen, das ist klar. Mach mal auf. Was ist das? Ein Fallbeil, damit ich nicht in ihr Zimmer gehe? Mann, die Frau ist gestört. Ich frage mich ernsthaft, warum ich jemals mit ihr zusammen war. Ah ja, dann... Bleib gefälligst aus meinem Zimmer raus. Da hast du nichts mehr drin verloren. Was bildet Toni sich ein? Als hätte ich nichts anderes zu tun, als in ihren Sachen rumzuwühlen. Genau das wollte ich gerade mal machen. Ja, Leute. Gut, da haben wir schon mal den Seitenschneider. So, da war nichts weiter drin. Zumindest soweit ich gesehen habe. Ich gehe mal hinter die Hütte. Nein, ich habe noch nicht zu Ende gepackt. Du hast noch nicht zu Ende gepackt. Sie verspottet mich. Na, warte. Put, 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 komm zu Papa. Ich brauche wohl... Nein, ernst. Komm, irgendwie holen wir sie raus. Und mit irgendwie meinte ich irgendwie, Leute.
Fernrohr konnten wir ja nichts weiter machen. Haben wir ja nur diese eine Meldung gekriegt. Es fehlt nur noch etwas Proviant, der Seitenschneider, warum auch immer, die Zahnbürste, ein paar Socken und das war's. Ach, meine alten Fluchtpläne. Einige davon waren nicht übel. Fluchtpläne? What? Na, ich habe noch nicht... Mantel. Ich schau mal nach, ob ich was Nützliches in den Taschen finde. Hey, da war tatsächlich was drin. Eine Socke. Cool. Eine Socke. Eine blaue Socke. Das sind immerhin schon mal... Aber ich brauche ein... Ich will ja nicht wie ein Idiot rumlaufen, wenn ich nach Elysium komme. Aha. Okay. Ja, Sekunde, ich mach mal da oben Folgendes. Sicherheitshalber, Leute. Ich habe jetzt nicht auf die Uhr geguckt, wie lange diese Folge schon geht, aber... In ihr Zimmer können wir ja nicht. Hinter die Hütte können wir auch nicht. Sie verspottet mich. Na, warte. Okay, was können wir denn... Ich könnte die Zettel einfach unleserlich. Aber wozu? Ich lese sie ja eh nicht. Okay. Das Zeug überlasse ich eigentlich lieber Toni. Ich habe es einmal benutzt. Anschließend waren all meine Klamotten verfärbt und der Schuppen ist abgebrannt. Lol. Das könnte nützlich werden. Öl ins Feuer zu gießen gehört nicht zu meinem Fluchtplan. Aber es ist ein integraler Bestandteil von Plan B. Aha. Es fehlt nur noch etwas Proviant. Okay. Wir haben ein kleines Problem, Leute. Denn ich komme... Mehr ist wohl nicht zu holen. Reicht ja auch. Ich komme hier irgendwie nicht... Die gute alte Couch. Schade, dass im Fluchtapparat kein Platz mehr dafür ist. Hier kamen mir immer die besten Einfälle. Außerdem findet man immer ein paar Essensreste in den Ritzen. Aha. Da sind scheinbar noch ein paar Wasabi-Nüsse in den Ritzen. Aber ohne Behälter sammle ich die jetzt nicht auf. Wir haben einen Behälter. Da sind scheinbar noch ein paar Wasabi-Nüsse in den Ritzen. Aber ich brauche einen besseren Behälter. Der Topf hat keinen Deckel. Und am Ende kullern die mir doch nur durchs Inventar. Wir brauchen einen besseren Behälter. Ich sehe gar nicht ein, warum ich den Abwasch machen soll. Toni hat darin viel mehr Übung. Die Kammer geht nicht mehr auf, seit die Klinke fort ist. Toni war sauer, aber ich brauchte das Ding für die Luke meines Ort-zu-Ort-Transporters. Der Apparat war schon instabil genug, ohne dass da Fliegen reinspazieren konnten. Okay. Ja, ich bin hier gerade sehr am Überlegen, Leute. Es fehlt nur noch der Seiten, die Zahnbürste, ein paar... Und das war's. Ja, das ist die Kiste, die mir mein Vater... Bevor er mich... Ich will sie... Ich will kein... Mach doch einfach mal diese verdammte Kiste auf. Wäre mal hilfreich.
Stopp mal. Das könnte nützlich werden. Nimm ihn. Gib mal her. Da gibt es leider nichts zu schaden. Komm. Da gibt es leider nichts zu pömpeln. Schade. Wo ich doch so gerne pömple. Aha. Was ist, wenn ich die Zettel da in den Ofen packe? Ich war doch hier irgend noch was, oder? Nee, nur das Sofa. Was ist, wenn ich die Zettel... Und rein damit! Ja, und dann mal den hier. Den dann zumache. Autsch! Verdammt, das ist ja heiß! Komm. So, dann Autsch! Verdammt, das ist ja heiß. Autsch! Das ist ja heiß. Da soll Toni noch mal sagen, ich tue nicht genug für den Haushalt. Aha. Waschmittel. Ich bin sicher, da müsste die Zahnbürste noch gleich kommen. Geh einfach mal hin. Gut, gut, gut. Komm zu Papa. Ich brauche wohl einen besseren Plan. Ja. Da soll Toni noch mal sagen. Ah. Ich bin zwar kein Experte, aber ich glaube, das ist tatsächlich Kochwäsche. Kochwäsche. Das sind immer... Aber ich brauche... Ich will ja nicht wie ein... Ja, und dann machen wir die Suppe auch mal. Autsch! Das ist ja... Da soll Toni noch... Ja. Am besten die Gabel auch noch, ne? Na, holla! Die Socke hat sich verfärbt. Wer hätte das gedacht? Aber wo ist die andere? Klarer Fall von subtraktiver Farbmischung. Autsch! Das ist ja... Ja, ist heiß. Da haben wir das Sockenpaar. So. Da gibt es leider nichts. Schade. Da soll Toni noch mal... Ja, Leute, ich würde dann sagen, bis zur nächsten Folge, oder? Ja, müsste jetzt sein. Dann, ciao.